Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play in meiner Top 5 Liste. Hier darf natürlich auch die Valla nicht fehlen. Ich mag sie, sie spielt sich wirklich gut, macht viel Schaden und das ist so ihr großer Vorteil. Natürlich auch Assassine. Ich habe hier so ein bisschen umgekleidet, die Valla. Und sie macht Taufen, wie gesagt, Taufenspaß, ist sehr flexibel. Und diese zeige ich euch natürlich jetzt wieder in meinem Gameplay. Bis gleich. Ja, wir zurück natürlich. Wir haben die Geisterminen hier gekriegt. Und mein erster Skill für Valla ist der Mehrfachschuss, also Kompositpfeile. Erhöht die Reichweite vom Mehrfachschuss. 5, 4, 3, 2, 1. Lass die Schlacht beginnen! Gehen wir! Dazu benötige ich mehr Mana. Der Pfad geht hier lang. Haben wir gerade noch so geschafft, weg entkommen, sozusagen. Wir müssen erstmal wieder zurück, uns ein bisschen Leben holen. Die Minen öffnen sich bald. Die Untoten werden erwachen. Noch sind die Teams gleich auf. Im direkten Vergleich habe ich versagt gegen die anderen Valla und somit die Minen sind offen. Ich kann nicht gleich hier rein, nicht so gut, kein guter Vorteil. Ein kluger Schachzug. Hilf ein Talent. Wir werden uns natürlich auch gleich mal angucken, was die andere Valla geskillt hat. Also wir sehen nämlich auch mal, was die anderen skillen. Aber ich habe hier eigentlich auch viele Feinde mit Mehrfachschuss. Da liegt die Schwerkraft drauf, wie wir hier sehen, mit Valla. Kann ich jetzt präsentieren? Jawohl, wir haben die auch killen können. Lidan ist nicht zu unterschätzen. Der macht Aua. Aber das dürfte hier für ihn kein Problem ausgehen. Ach nee, da ist Lidan. Ein kluger Schachzug. Noch ein kleines Vergleich hier mit. Hier.
Na gut, der Vergleich ging nicht so gut aus, weil da ist Illidan doch stärker. So, aber wir haben unseren nächsten Skill. Hier nehmen wir natürlich auch Mehrfachschuss, feuert mit Pfeilen Granaten ab. Das macht noch ein bisschen mehr Damage. Ausgezeichnet. Euer Golem ist stärker als der eurer Feinde. Wählt ein Talent. Ihr seid verletzt. Sucht einen Heilbronn. Ein kluger Schachzug. Aufgetan. Ja, es war natürlich wieder voll in den Kampf reingestürzt. Natürlich muss man auf den Kopf achten. Ich auch auf mein Leben. Ja, Wanda macht halt eben Spaß und sie haut auch ordentlich rein und Problem. Man könnte immer rein und die Kante. Hier nämlich Salto, hungriger Pfeil wird zurückgesetzt. Und so kann es auch gehen. Ich will skillen und gucke mich mal auf meine Walla. Nicht schön, sie brechen durch, damit Levelvorteil. Die sie jetzt dadurch erreichen, nicht wirklich gut für uns. Genug gewartet. Auf geht's. Ich sollte seine Skillpunkte doch ein bisschen später setzen. Hat nicht gereicht, schade eigentlich. Haben die sie denn doch erwischt? Man will denn doch ein Kill, die Kills holen, was eigentlich nicht wirklich clever ist, weil man sollte doch halt ein bisschen mehr sich darauf konzentrieren, es vor einzunehmen. So, hier nämlich Racheengel im Skill 10. Ich breche auf. Wenn Sylvana hier ein bisschen die Firma anschießen würde, würde das alles ein bisschen leichter gehen. Ein kluger Schachzug. Wir haben keinen Mana mehr, wir können deswegen nicht weghechten. Ist natürlich ein Nachteil für uns. Rauchballern brauchen wir nicht, Stehenbleiben brauchen wir nicht. Wir werden so oder so draufgegangen. Mana-Knappheit ist hier bei Valla auch sehr groß geschrieben. Wir können momentan dann auch nichts dagegen setzen, dieses dann auszugleichen. Wie zum Beispiel bei Trall. Gut, dann fangen wir von vorne an. In Ordnung. Wir sind die meisten. Deswegen müssen wir sie mitnehmen. In Ordnung. Ihr werdet auf
dann hat mich seine kleine. Tagaras Biest, wollte ich sagen, hier die kleine, die er sporen kann, doch noch gekillt, weil ich wenig Leib hatte. Macht sehr viel Schaden, Tagara. Wir können natürlich als Waller auch nicht so viel aufnehmen. Schaden und einstecken. So, wir nehmen als nächstes verlangsamen den Gegner mit Frostschuss. Da ist er fertig. Die macht verdammt viel Schaden. Und ihr seht, Mana-Knappheit. Und ich habe mich dann hier auch noch leider woanders hingeklickt. Das ist natürlich ganz glatt. Euer Lebenslicht ist erloschen. Wir haben hier mehr Tode als die anderen, wie man sieht. So, was hat denn die andere Waller? Das wollten wir zum Angucken. Achso, sie hat den entziehenden Pfeil. Waller erhält 50% des entziehenden Pfeils, wie gesagt, schon als Lebenspunkte zurück. Deswegen hat sie sich hier geheilt. Dadurch eure Feinde. Automatische Angriffe heilen und 15% des Schadens, der am Hauptziel zugefügt worden. Also mehr auf Heilung. Ich bin natürlich ein bisschen mehr auf Schaden. Und deswegen hat die andere Waller vorhin überlebt. Die Jagd geht weiter. Hier nehme ich Scharfrichter, fügt eingeschränkten Zielen viel zu viel Schaden zu. Wieder voll. Hat also nicht gereicht hier. Es reicht nämlich vom Schadensfeld, das so eine Vierer-Mob-Gruppe einfach mal zu übernehmen. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Weg, natürlich, ist ja logisch. Gegen so viele hat er keine Chance. Ja, wir haben natürlich wieder nicht so viel live und müssen uns wieder zurückziehen. Ja, also meine Waller ist natürlich so sehr natürlich auf Schaden ausgelegt. Ich breche auf. Und dafür halt nicht den Selbstschutz.
Heilung. Seid ihr bereit, gegen die Untoten zu kämpfen? Ich bin Ihre Festung ist nur ein Türkenjäger würde sich mit seiner Beute einlassen. Natürlich auch mehr für die Mobgruppen ausgelegt, das Ganze. Der Pfad führt hier lang. Erschlag die Untoten und nimm ihre Schädel an. Mehr Knochen für das die Minen. Das war alles. Hass muss mit Disziplin gezügelt werden. Eure Feinde können nicht vor euch bestehen. Wollt ihr noch mehr? Ja, geht weiter. Erhebt euch, meine Golems, und lasst euren Mut freien. Gegner getötet. Ja, das war natürlich ein bisschen dumm von Illidan, da noch reinzuspringen, noch einen mitzunehmen, zu töten. Wie ihr wünscht. Blutrausch. Nämlich die Reichweite, erhöht die Angriffsgeschwindigkeit und die Reichweite natürlich, weil. Euer Golem ist stärker als der des Gegners. Die Festung eures Gegners. Beschützt unseren Verbündeten um jeden Preis. Ja, und dann ist unser Team, hat es dann halt gedreht. So kann es natürlich auch gehen. Das Team steht gut zusammen, dreht das Ganze, auch wenn man zwei Level zurück lag. Und man gewinnt. Das ist doch schön. So muss es sein. So macht es Spaß. Das war mein Top 4 meiner Helden, die Valar. Weil sie sehr flexibel ist, sehr viel Schaden raushauen kann. Und halt, das macht sie so besonders, dass bei Thrall, wie gesagt, der Machtschaden ist flexibel auch einsetzbar, haben wir zuvor gesehen. Heilt sich noch besser hoch, aber sie macht halt eben die größeren Mobgruppen. Und daher ist für mich Valar meine persönliche Nummer 4. Wir werden uns wiedersehen mit der Nummer 3 meiner Helden. Seid also gespannt. Wir sehen uns wieder, das Ganze wieder mit The Ultman. Bis gleich oder bis dahin. Tschüss.